who's come out here, Michael? Uh-oh. What? Alter Schwede. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play WWE 2K16 Karriere. Wir sind wieder da, hatten gerade ein Match gegen Big Show, welches ich übersprungen habe, weil wir haben schon so tausende Matches schon gegen Please Big Show. Please join me in welcoming my guest tonight. Und jetzt... Let's talk about Brock Lesnar. Ja. Do you have any words for him? Also, ihr habt gerade gesehen, Brock Lesnar möchte ein Titelmatch. Wir müssen das Titelmatch ihm geben, wahrscheinlich bei Night of Champions in 3 Wochen. Und naja, ich hoffe, das wird dann endlich der Abschluss in der Fehde gegen Brock Lesnar. Und wir sagen ihm, ich hoffe, er gibt sein Bestes. He'd better bring his A-game. I have never been more focused. That fire to compete is there, stronger than ever. I will not quit. I will not lose. I'm apologizing in advance, but he will be facing the most dangerous version of me. So to him, I say, good luck at the pay-per-view. So sieht's nämlich aus. Thanks for the time. Back to you. What? Ja, wie gesagt, ich habe das Match gegen Big Show übersprungen, einfach weil wir schon so viele Matches gegen Big Show jetzt hatten und jetzt gab's 2-3 Tage keinen. Oder fast sogar 4 Tage, ich weiß es nicht, kein WWE 2K16 wegen meiner Internetleitung, weil ich keine neuen Views mehr hochladen konnte. Und das, was hochgeladen war, FIFA Karriere unter anderem, konnte ich hochladen. Die Videos sind immer maximal so Gigabyte groß und ich muss das halt immer wieder öfters zum Hochladen bringen, weil ich halt auf so einer, ach, guckt einfach auf Twitter, da könnt ihr die ganze Message oder die ganze Story ja verfolgen sozusagen. Ich sag nur Internet, Unwetter. Und wie gesagt, ich konnte nichts Neues hochladen, das war ein bisschen blöd. Aber nein, das geht jetzt wieder. Jetzt kann ich endlich wieder WWE raushauen, auch wenn der Karrieremodus, also ich muss mittlerweile wirklich sagen, ich bin echt mittlerweile froh, wenn wir den Karrieremodus durchhaben. Also wir sind ja jetzt noch Champion bis WrestleMania, das ist auf jeden Fall unser Ziel. Ich hoffe, das kriegen... Was? Alter! Alter, was ein krasses Match. Ich hoffe, das kriegen wir einigermaßen hin, dass wir wirklich den Titel bis zur WrestleMania halten und dann... Alter, krasses Match. Wir machen die Einzüge aus. So geil ist das jetzt nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine... Ist das eine Over-the-Top-Raw-Battle-Royal oder ist das... sind das alle mit im Ring quasi und Pinfall? Das weiß ich nicht. Krasses Match auf jeden Fall. Naja, wie gesagt, also der Plan sieht vor, wir sind jetzt noch Champion bis WrestleMania. Ja, dann haben wir einen Titel 365 Tage gehalten und haben dann die Möglichkeit zu sagen, wir gehen in die Hall of Fame und damit ist der Karrieremodus beendet und das ist auch das Ziel. Ich denke so nach, das werden so um die 130 Folgen sein, dann insgesamt, dann ist das auch in Ordnung. Ja, dann reicht das auch wirklich. Ich denke, da haben wir den Großteil von diesem Karrieremodus gesehen. And there's the bell. Oh, raus, nur raus. Nein, kann man nicht. Das ist also scheinbar eine Over-the-Top-Rob-Battle-Royale. Alles klar. Ja, wie gesagt, das ist so unser Ziel und nebenbei bin ich gerade schon am Plan und teilweise sogar schon am Aufnehmen, gibt es dann tatsächlich auch den Belly-to-Belly Reversal von Dean Ambrose hier, den Universe-Modus. Ja, da möchte ich bis zum WWE 2K17... Ah, meine Batterien sind leer. Warte, ich bin gleich wieder da. Scheiße. So, da sind wir schon wieder zurück. Batterien sind ausgetauscht. Und was wollte ich sagen? War ich stehen geblieben? Ja, genau. WWE Universe Modus. Bin ich schon teilweise am Plan und ein bisschen am Aufnehmen. Ich möchte den Modus aber doch ganz cool irgendwie gestalten. Ich weiß nicht wie. Es ist ein bisschen aufwendiger dann. Aber am Ende lohnt sich bestimmt. Wenn man das ein bisschen gar nicht einfach nur ein Match nach dem anderen zockt und so, weißt du? Ich habe erst wirklich das machen wie einige amerikanische YouTuber, die da wirklich richtige Promos schreiben und sowas. Das ist mir too much. Das ist mir viel zu viel. Das machen wir nicht, aber so ein bisschen TV-Show-mäßig würde ich das schon ganz gerne aufbauen. Das Problem ist halt nur, dass ich habe, wenn ich das wirklich alles in einem... fuck. Wenn ich das wirklich alles in einem aufnehme, haben wir tatsächlich das Problem... dass das eine Stundenfolge wird. Das guckt sich keiner an. Ja, das ist das Problem. Also werde ich das wohl in 2 Teile machen müssen. Montag und Dienstag Raw. Mittwoch und Donnerstag irgendwie NXT oder noch so eine Zweitsendung. Oder tatsächlich halt wirklich die 2. Sendung weggelassen und dafür nur SmackDown oder sowas gemacht. Mal gucken. Irgendwie sowas. Also wir werden das wohl so in 2-Tage-Rhythmus machen. Also Raw 1, Teil 1 und 2, SmackDown Teil 1 und 2, NXT Teil 1 und 2. Und das halt Woche für Woche. Und sonntags kommen ja dann die Pay-Per-Views.
Ich glaube, irgendwie sowas ist das schon ganz cool. Das ist tatsächlich mit Pin, sehe ich gerade. Nee, ist nicht mit Pin. Ist mit Over the Top Rope, glaube ich. Hä, oder wie kann man denn hier gewinnen? Muss ja dann Over the Top Rope sein. Nee. Hä? Raff ich nicht. Wie kann man denn hier gewinnen? Warte mal. Ich versuch nochmal zu pinnen gerade. Die sind gerade beide in Attacken. Okay, geht doch per Pin, aber hier ist halt kein Ref. Sehr kurios. Ganz kurioses Match irgendwie. Hab ich nicht. Könnte aber noch lustig werden. Ich glaube, wir bleiben aber mal hier bei Dean Ambrose. Der ist schon ganz gut angeschlagen, das haben wir schon ganz gut gemacht. Ey! Alter Seth Rollins! Drecksack. My God, his body's been through hell in his ribs. Du Wüterich. So, ich würde gerne wieder gegen Dean Ambrose hier. Dean Ambrose, wie sieht's aus? Dean, bitte an Kasse 5. Nein! Kann doch nicht sein. Nein, Sleeper Hold. Ah! Good Sleeper Hold. Tough move to get out of. Not today, too fast. Jerry, you saw your share of battles with Warriors. Und nicht zu viel Ausdauer verschenkt, das war super. Oh nein. Oh doch. Das Ding ist, man hört den kaum vom Ref so wirklich. Alter, Daniel Bryan eskaliert schon wieder. Oh, ey. Sehr nice. So, komm schon. Ich glaube, Daniel Bryan hat seinen Finisher, kann das sein? Nein! Gibt's doch nicht. Vielleicht sollten wir uns doch mal um Seth Rollins kümmern? Ihr müsst helfen! Helft ihm, Alter! Alter! Nein! That's the longest name in the history. Arm Trap Crossleg STF. Boah. Seamus kommt noch raus, zum Glück. Oh, Pin jetzt von Dean Ambrose. Kann es sein, dass das mit Dings ist? Mit Elimination? Ich glaube, das ist mit Elimination. Ey! Alter. Das hat einen Schlag getroffen. Das gibt's nicht. Oh, was? Ah, Dean Ambrose hat einen Finisher. Alter. Kann doch nicht wahr sein. Nein! Ich glaube, wir sind raus. Nein! Boah. Big. Bam! Aber immer noch keiner raus hier. Gibt's gar nicht. Jetzt. So, jetzt kümmern wir uns mal um den. Toll, ich wollte eigentlich ein Spear machen und... Ich hasse diese... Ne? Bam, Dropkick. Ich hasse dieses Target, ne? Dieses Target-System. Das ist so für'n Arsch einfach nur. Das funktioniert nie. Das funktioniert nie so, wie es soll. Egal. Cover gegen Orton unten. Der ist aber nicht raus. Okay. Probieren wir es mal mit unserem Finisher, oder? Nein, er kommt dort! Gibt's gar nicht. Sehr schöner Move. Na komm. Oh, Pedigree. Pedigree, was ist das? Ich glaube, Bryan ist raus. Ey, das ist meiner, Mann. Hau ab. Ich glaube, das war's für Bryan. Was? Krass. Also, das ist tatsächlich sogar mit Elimination. Also, das geht hier nach der Reihe. Cooles Match, ey. Das finde ich super. Hätte ich gerne öfter. Was ist das denn jetzt? Nein! Wollte ich doch gar nicht. Toll. Oh, bei Sheamus ist auch schon gut angeschlagen. Warum nicht? Achso! Krass.
Oder mal Brian? Brian? Nee. Vielleicht fängt er an zu bluten. Kein Blut. So, gehen wir ihn mal hoch. Achso. Ah, okay, Seth Rollins ist raus, krass. Sheamus ist noch drin. Nein. So damaging. Not today, too fast. One. Vorsicht, da, der lädt sich wieder auf, da gerade der Sheamus. Und. Three. Sehr schön. Man, this is oh, wir könnten es mit einem unfairen Pinfall probieren, warte mal. Haha. One. Nein, gibt's nicht. Hä, was machen die zwei denn da jetzt? Ja, Ortman und ich und Brian kümmern, das ist gar kein Problem, ey. Oh, fuck. Ich glaub, der will seinen Finisher machen. Was macht er denn jetzt? Hey, kannst du es mal bitte unten lassen? Ich hab Höhenangst. Nein! Oh, fuck. Okay, Sheamus kriegt gerade den nächsten Signature ab. I can't tell you how many victims have suffered the während same Brian thing. Immer noch seinen scheiß Finisher hat. Ja. Ah, Finisher gekontert. Bam. Was willst du denn jetzt? Gibt's nicht. Ich kann nicht rausfliegen. Du Flachweifel. I understand the idea of being relentless, but I think most would agree repeating a specific move is an unorthodox approach. Well, this guy seems to think it's going to work. Well, that messed him up. Nein, natürlich nicht. Hey, did you look before flying? What an idiot. Oh, wir haben noch einen Finisher, warte mal. How much more are you willing to pay to win this match? This is unreal. Quick thinking to avoid that. Hey, Sheamus. Shout out! Nein! Das gibt's nicht! Das kann nein! Das kann man doch nicht sein! Ja, ja, kann man doch orten! Kann man doch orten! Oh fuck! My God, what a sadistic kick by Orton! Oh man! Oh man! Alter! Wir sind raus! Ja. Alter Schwede, krass. Krass. Und Brian immer noch drin. Wir gucken uns das Match jetzt mal zu Ende an. Bin gespannt, wer da jetzt hier für sich entscheidet. Sheamus hat die beste Ausgangsposition. Der hat nämlich schon wieder einen Finisher. Oder immer noch. Alter. Boah. Also, Brian, Orton, Sheamus, es geht um nichts, eigentlich nur um die Ehre. Ihr könnt mal euren Tipp in die Kommentare schreiben. Was meint ihr, wer dieses Match hier gewinnt? Ich glaube, am Ende gewinnt... Boah. Ich sag, Brian holt sich den Sieg. Ja, ich glaube, Brian macht es. Der lädt gerade ganz gut auf. Seine Schadenserholung da unten. Das sah schon mal ganz gut aus. Jetzt hat er einen Signature, einen Finisher. Orton battelt sich gerade mit Sheamus, das sieht auch ganz gut aus. Ist auch Brian gewinnt. Boah. Oh, okay. So viel zu dem Thema. Ich glaube, Brian ist raus. Toll. Toll. Hä? Orton und Brian? Was ist das jetzt? Oh, der Move ist nice von Orton. Nee, das war der gar nicht. Das ist mein anderer. Aber passt schon. Also, wobei Brian ist noch nicht raus aus der Verlosung. Schauen wir mal. Nimmt den Gegner auf die Schulter und macht den Helikopter. Sehr nice. Boah. Run Slam auf die Matte. Und dritte. Also gesagt, nur Eintritt. Sheamus hat natürlich jetzt genug Zeit, um sich wieder aufzuladen.
Ich weiß ja nicht. Und wieder Signature gekontert von Bryan. Ach du Scheiße. Orton hat keine Ausdauer. We're looking at complete domination here. Not today, too fast. Nächster Finisher, nächster Reversal von Sheamus, der jetzt erstmal Ausdauer aufladen muss, bevor er hier überhaupt irgendwas macht. Aber jetzt ist er bereit für sein Signature. Hier bin in die Ringecke. Konter von Bryan mit dem Elbow. Und was gibt das? Okay. Und der Helikopter gegen Randy Orton schon wieder. Krass. Also, Bryan ist wieder im Rennen. Irish Curse. Gegen Randy Orton. Bryan attackiert aber sofort Sheamus. Vielleicht hätte Bryan Orton mal ansehen sollen. Und die Kickserie von Bryan. Inklusive der Smoothman. Und? Jawohl. Ach, der KO! Von Orton. Und Bryan ist raus. Okay. Krass. Macht's vielleicht doch Orton? Hat die Kickserie gereicht? Nee. Sheamus kommt raus. Krass. So, jetzt hat aber natürlich Sheamus die besseren Karten, weil er seinen Finisher hat. Problem ist, jetzt muss er erstmal hier aus dem Hold rauskommen. Und wir haben wieder das Match Randy Orton gegen Sheamus. Das hatten wir so oft in den letzten Jahren gehabt. Da will man ja gar nicht mehr drüber nachdenken, das Match. So, ein Kick nach dem anderen von Orton. Der jetzt natürlich gucken muss, dass er schnell seine Leiste da unten voll kriegt. Jetzt ist Sheamus nach oben. Und es wird den Superplex geben. Von Orton! Vorsicht! Looks like he's pinpointing the back. Covers. Und das Cover. Nee, noch nicht vorbei, Alter. Sheamus kommt da noch raus mit seinem Finisher allerdings nur. Anders sei das wahrscheinlich nicht geschafft. Und Orton probiert es nicht nochmal mit einem Cover nach dem DDT. Reversal von Sheamus, Shoulderblock. Und Cover gegen Orton. Nee. So, Sheamus hat fast seine Finisher-Leiste voll. Er versucht einen Kick, Orton Konter. Nächster Kick in die untere Magenhälfte. Oder besser gesagt, in die untere Bauchhälfte. Und es folgt ein Konter von Orton, der jetzt ein Signature-Move hat. Jetzt bin ich gespannt. Konter von Sheamus. Und er hat genug Ausdauer für einen Signature-Move, theoretisch. Nutzt er den auch? Nee. Doch. Nee, doch nicht. Okay. Also beide jetzt mit dem Signature Move, beide mit genug Ausdauer. Jetzt bin ich mal gespannt. Wer gewinnt das Ding hier? Und Sheamus hebt ihn hoch. So. Probiert er das Cover? Er probiert das Cover. Gegen Randy Orton. Eins. Zwei. Wieder raus, Orton. Ja gut, das war nur der Signature, ne? In einer Abführung. Da fehlt natürlich noch der Bro-Kick. So, er lädt Ausdauer auf. Ich glaube, er möchte das Match beenden. Achtung, Orton. Bro-Kick. Boah, guckt nicht an. Und jetzt kommt er von Orton mit einer Marke. Oh nein. Das hat natürlich jetzt super gepasst, ne? Wäre ein geiles Match-Finish gewesen. So. Er hebt Sheamus hoch. Der kontert allerdings und zeigt seinerseits einen Suplex. Das ist kurios, dass Orton hier nicht versucht hat, das Match zu beenden. Das verstehe ich nicht. Hat er Schlag mit dem Knie gegen den Kopf von Orton.
der jetzt kontert. Mit einem Back-Suplex. Was macht er jetzt? Ein Schlag gegen Sheamus, wieder ein Back-Suplex. Ich denke, Orton möchte wieder den Punt probieren oder den geladenen Finisher. Es wird aber, glaube ich, eher der Punt. Nein. Aber probiert er nicht, seinen Finisher einzusetzen. Die KI ist ein bisschen daddelig manchmal, habe ich das Gefühl. Bei Dolph Ziggler damals war das halt komplett anders, weißt du? Der hat sofort versucht, das Match zu beenden, obwohl ich da halt noch ein bisschen aufbauen wollte und was Cooles zeigen wollte. Alter, beende das Match doch jetzt. Was ist los mit euch? So, Orton Kickout. Schlag von Sheamus. Mehrere Schläge von Sheamus. Jetzt noch dritte hinterher. So, er hebt Orton mal wieder auf. Der kontert mal wieder. Sheamus mit dem Quick Crabble. Und Orton hat jetzt zwei Finisher. Also mehr Einladung kann er gar nicht kriegen, eigentlich. Wieder zu spät gecrabbelt von Orton. Sheamus probiert es mit aller Gewalt, aber er wird nicht rauskommen. Er wird rauskommen aus dem Move. Aus dem Pin, besser gesagt. Aber nur mit Finisher habt ihr gesehen, unten krass. These athletes seem to have tried everything in their playbook. Oh, there's more in their arsenal. I promise you that. Ja, es wird halt mehr oder weniger eine Let's Watch Folge auch für mich. Aber ist auch nicht schlecht. Ist ein krasses Match gewesen auf jeden Fall. Cooles Match. Hat schon Fun gemacht, auch wenn wir so früh rausgeflogen sind. Und der nächste Signature von Sheamus. Oh no, a slam like that is all raw power. I think the entire ring shook. My back. Er probiert wieder das Cover. Nein, wieder nicht. Orton kommt wieder ohne Finisher raus. How's that for ferocious? It's like someone hit the repeat button for this move. Yeah. Brutal. Second so. Time around. Bro kick oder AKO. Das Match wird gleich vorbei sein. Sheamus is looking to end this right now. Okay, er bringt den, ich weiß gar nicht, wie er heißt, der Slam hier. Ah, High Cross, genau, dankeschön. War das Cover? Eins, zwei, Orton kommt raus mit Finisher, Alter. Das kann doch gar nicht sein, ey. Spinebuster von Sheamus. Boy, he is really tired now. That tank of his has to be reading empty. It has to be, King. Schnarch. Und der nächste Konter von Sheamus. Es ist. Und wisst ihr jetzt, warum ich diese Orakels immer selbst spiele? Genau das ist der Grund. Weil die KI das Match einfach nicht beendet. Orton hätte das Match vorhin schon längst beenden können. Wobei halt, da wird halt ein bisschen rumgedruckselt. Auf der anderen Seite war es natürlich früher bei den WWE Games so, dass die KI die Matches immer super schnell beendet haben. Das war auch scheiße. Such a brutal physical battle this has been, and it's not over yet. Also so richtig recht können es einen die Entwickler eh nie machen. Das ist auch klar. Ich denke, so ein bisschen weniger jetzt von dem Ganzen, was da jetzt gerade passiert, und dafür ein bisschen mehr schnell die Matches beenden, aber auch nicht zu schnell. Also wir auf Sickler bei uns. Ah, ja, man kann es den Entwickler eh nicht recht machen. Das ist klar. Ich denke, das ist. So, jetzt haben sie beide wieder einen Signature-Move. Es wird darauf hinauslaufen, dass gleich wieder beide Finisher das Match beenden. Oder kann man das in einer begrenzten Anzahl? Kann natürlich auch sein. Backbreaker. Nee, Neckbreaker von Sheamus. Und jetzt hätte er genug Ausdauer, um seinen Signature zu zeigen. Stattdessen gibt es den Knee Storm. Oder noch der Finisher, der Signature. Nein. Stimmt nicht. Sheamus mit dem Finisher. So. Bro Kick. Incoming oder High Cross? Bro Kick! Das war's. Das Ding ist durch. Sheamus gewinnt dieses Match. Krass.
Hätte ich jetzt so ehrlich gesagt nicht erwartet. Krass. So, hier waren wir noch drin, guck mal. Geil. Schade. Also auf jeden Fall krass. Sheamus gewinnt das Match durch diesen Bro-Kick, den ihr gerade gesehen habt. Heftig. Hätte ich nicht gedacht. Nice victory here tonight for Sheamus. Man, this is one of those wins you don't forget anytime soon. As we close the book on this match, I need to remind everybody just how big of a win this was. Simply amazing. Sehr schön. Und damit verabschiede ich mich auch schon für dieses WWE 2K16, für diese Folge. Ach, ja, leider war das mehr Let's Watch als Let's Play, aber passiert halt mal, ne? War ganz interessant. Wir haben den Finisher unseres Gegners gekontert. Das gab uns 400 TP-Punkte. Das ist doch schon mal super. Und ansonsten, wie gesagt, wir hören und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Almost home.